Natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de. Herzlich willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten. Nach 53 Jahren Dienst geht die Transall nun Ende des Jahres in den Ruhestand. Mit zwei dieser Maschinen ist die Bundeswehr gerade auf Abschiedstour. Ein Stopp war dabei der Allgäu Airport bei Memmingen. Mehr dazu gibt's gleich bei uns. Weitere Themen heute bei uns in der Sendung: Mode für alle. Frauen erfinden Cape für Menschen im Rollstuhl. Verkehr von morgen schon heute. Autonomes Fahren bei der Gartenschau in Lindau. Und Sonderausstellung im Kaufbeurer Feuerwehrmuseum. Zugunglück bei Aitrang jährt sich zum 50. Mal. Das Wetter im Allgäu, jeden Tag ein bisschen schöner. Irgendwann ist es Zeit zu gehen. Das gilt für alles und jeden. Meistens ist ein Abschied nach langer Zeit mit Wehmut verbunden. Und so wird es auch in diesem Fall sein, wenn die Transall nach 53 Jahren in den Ruhestand verabschiedet wird. Auf seiner Abschiedstour kam das wohl beliebteste Militärflugzeug nach den Rosinenbombern auch im Allgäu vorbei. Meine Kollegen Boris Weltermann und Anna-Maria Abbassi haben am Allgäu Airport in Memmingen leise Servus gesagt. Sie ist wohl eines der bekanntesten Flugzeuge, das bei der Bundeswehr im Einsatz ist. Ihren Namen kennt seit den 70er Jahren jedes Kind. Die Transall. Seit 1967 ist die Transportmaschine im Dienst der Bundeswehr in der ganzen Welt unterwegs. Doch die Geschichte der Transall geht zu Ende. Maschine und Besatzung sind auf Abschiedstour durch ganz Deutschland und die führt die Transall auch nach Memminger Berg. Bei der Stippvisite am Allgäu Airport wird schnell deutlich, dass hier nicht einfach nur ein Flugzeug außer Dienst gestellt wird. Wir haben hier ehemalige Mitarbeiter, Kameraden und Kameradinnen, die vor 30, 40 Jahren schon mit der Maschine geflogen sind. Die haben so viel Herzblut mit dieser Maschine. Und man sieht das auch heute. Ich habe heute schon eingesehen, der hat mich in den Arm genommen und sagte, dass ihr hier seid. Ich finde das so klasse. Und dann mit unserer 40, das ist eine aus Landsberg noch. Also der hat eine ganz enge Verbindung gerade zu dieser Maschine. Und alleine für diesen einen Mann hat sich das meines Erachtens schon gelohnt, hierher zu kommen. Eine Gruppe ehemaliger Bundeswehrangehöriger hat sich nach Memminger Berg aufgemacht, um ihrer Transall auf Wiedersehen zu sagen und vielleicht auch die eine oder andere Träne zu vergießen. Als Flugzeugmechaniker waren sie am Fliegerhorst in Penzing für die Wartung der Transall zuständig. Wolfgang Frenzel und Lothar Ick fühlten sich ein bisschen so wie auf einem Klassentreffen. In etwa, ja. Bringt alte, ehemalige Zeiten wieder auf die Platte. Man sieht die Leute wieder. Ist einfach schön. Für mich persönlich ist das schön. Ein schönes Erlebnis. Also meine Aufgabe war, die ganzen Wartungen und die ganzen Checks zu machen. Und verbinden tue ich mit der Transall meine Auslandseinsätze. Also das war unübertroffen. Das sind natürlich immer Erinnerungen, was da zurückkommen. Das war schon toll. Ist da ein bisschen Wehmut mit dabei jetzt? Ja, auf alle Fälle. Zu Beginn ihrer Dienstzeit war die Transall für den taktischen Transport gedacht. Später wurde sie auch als fliegendes Lazarett eingesetzt. Und auch nach mehr als 50 Jahren sind die technischen Eigenschaften noch immer beeindruckend. Sie hat also hervorragende Kurzlandeeigenschaften. Sie ist einfach immer zuverlässig, weil sie immer Redundanzen hat. Egal, das heißt also, wenn ein System ausfällt, springt sofort ein anderes System dafür ein. Und als Techniker, ich bin ein Techniker, ist das einfach ein wahnsinnig interessantes Flugzeug, weil so viele logische Brücken eingebaut worden sind. Also die Ingenieure ihrer Zeit damals, also wer das noch sieht oder auch die Familien, da kann man immer noch sagen, Respekt und da haben wir wirklich als Techniker einen riesen Respekt vor, weil sie es alles ohne Computer damit entwickelt haben. Also sie ist einfach großartig technisch gesehen. Und nicht nur das, auch in der Zivilbevölkerung war und ist die Transall wohl das Militärflugzeug mit dem besten Image. Das liegt nicht zuletzt an den vielen Hilfsflügen und humanitären Einsätzen, wie bei der Luftbrücke nach Sarajevo 1992. Die Bilder, die gerade in den 70er, 80er Jahren um die Welt gingen, das waren die Hilfslieferungen in Afrika. Und wir haben immer, wo wir waren, haben wir Gutes getan. Und die Besatzungen waren auch immer flexibel, weil es vor Ort natürlich ein wahnsinnig schwieriges Umfeld war. Und die Besatzungen mit der Transall zusammen da wirklich super funktioniert haben.
Und das ist um die Welt gegangen. Und nicht umsonst steht auch bei uns auf der Klappe Engel der Lüfte. Das haben Kollegen von Ihnen entwickelt, diesen Nickname, diesen Zusatznamen. Und weltweit im Einsatz waren wir halt auch immer. Und das war halt immer sehr positiv. Wir haben auch sehr viel Glück dabei gehabt, das wissen wir auch. Und deswegen wird uns diese große Wertschätzung gegenübergebracht. Und auf der anderen Seite sieht sie auch noch irgendwie so freundlich aus. Finde ich auf jeden Fall. Das merke ich auch immer auch bei Besuchern, die uns im Geschwader und die Maschine dann sehen. Die fangen immer gleich an zu lächeln. Und das zeigt mir eigentlich, dass wir einfach eine positive Verbindung zwischen der Bevölkerung und der Trans einfach da sind. Aber so richtig erklären kann ich das dann eigentlich auch nicht. Nach einer Stunde in Memmingen geht die Abschiedstour dann Richtung München, Nürnberg und Dresden weiter. Ab nächstem Jahr ist die Transall dann nur noch im Museum zu bewundern. Ob ihr Nachfolger, der Airbus A400M, auch so eine Legende wird, ist schwer vorstellbar. Es ist mehr als nur ein Blick, den man aktuell in Lindau auf die Mobilität der Zukunft werfen kann. Denn man kann sie dort nicht nur anschauen, sondern auch ausprobieren. Autonom fahrende Busse bringen derzeit Besucher von und zur Gartenschau. Was bereits möglich ist und woran noch gearbeitet werden muss, mein Kollege Steffen Konrad hat sich das mal angeschaut. Kleine autonom fahrende Busse wie dieser hier, der gerade in Lindau kennengelernt werden kann. Zwischen Inselhalle und Gartenschau verkehrt er aktuell und kann von interessierten Bürgerinnen und Bürgern ausprobiert werden. Jetzt handelt es sich mehr oder weniger um einen Showcase, zu zeigen, wie diese Fahrzeuge funktionieren und wie es ist auch sind neue Technologien und die Menschen müssen auch diese neuen Fahrzeuge beruhigen, schauen, wie das funktioniert, damit die ein Vertrauen in dieses Angebot gewinnen können. Sobald die Gesetzgebung das erlaubt, werden wir tatsächlich mehr Fahrzeuge in der Art, hoffentlich auch in der Stadt Lindau haben. Ne? Was wir hier sehen, ist eine Entwicklungsplattform, die einen Ausblick gibt, wie automatisiertes Fahren in der Zukunft aussehen kann. Grundsätzlich ist Sensorik verbaut, die auch heutzutage schon im Serieneinsatz ist und in der Kombinatorik ein automatisiertes Fahren erlaubt. Aber Stand heute, die Gesetzgebung lässt dies natürlich nur in Ausnahmefällen zu und das ist ein Showcase, den wir hier dann tatsächlich mal der Öffentlichkeit zeigen. Der Bus ohne Fahrer zieht auf jeden Fall die Blicke und die Neugier der Passanten auf sich. Die Entwickler erhoffen sich, dass ein Bus wie dieser die Menschen künftig von ihrer Haustür abholt bzw. wieder dorthin bringt. Das hier gezeigte Fahrzeug ist wirklich für einen urbanen Einsatzbereich gedacht, also wo ich vielleicht bis an die Stadtgrenze individuell anreise und dann in einem Shared Mobility Konzept wirklich den letzten Kilometer bis zu meiner Destination zurücklege. Die Höchstgeschwindigkeit liegt derzeit bei 18 Kilometern pro Stunde. Technisch wären nach Angaben des Herstellers auch 40 km/h möglich. Damit bieten sich solche autonom fahrenden Kleinbusse als Mobilitätslösung insbesondere auch für die Stadt an. Wir hätten räumlich und zeitlich eine bessere Erschließung im Stadtgebiet. Das heißt, wir können ländliche Gebiete im nördlichen Bereich der Stadt besser erschließen, wo wir keinen Stadtbus haben. Und da können wir zeitlich bessere Angebote zur Verfügung stellen. Das heißt, eine wettbewerbsfähige Mobilitätslösung gegen Autofahren zum Beispiel. Mit solchen Bussen könnte man auch einfacher reagieren, wenn die Nachfrage mal plötzlich steigt. Aber auch an Wochenenden oder in der Nacht könnten die Menschen ihr eigenes Auto stehen lassen. Es ist einfach die Komplexität der Situationen, die immer eine Herausforderung darstellt. Heißt, simplere Situationen können Stand heute auch schon umgesetzt und realisiert werden. Es sind natürlich dann die Corner Cases im Englischen so schön gesagt, die immer noch die Herausforderung darstellen, seien es irgendwie Kreisverkehre, extreme Situationen in urbanen Gebieten mit viel kreuzendem Verkehr. Hier stoßen Systeme natürlich immer noch mal an ihre Grenzen und da gilt es einfach noch, die Entwicklung weiter voranzutreiben. Der Antrieb ist bereits auf dem aktuellsten Stand. Der Bus fährt rein elektrisch, das heißt, während des Betriebs fallen vor Ort keinerlei Schadstoffemissionen an und auch im Betrieb ist er sehr leise. Den hier gesehenen und gezeigten Bus in einem Einsatzzweck in einem ähnlichen Szenario kann man sicherlich mittelfristig noch im Laufe dieses Jahrzehnts erleben, wo er wirklich dann eigenständig entsprechend die Fahraufgabe übernimmt, entsprechend der dann tatsächlich vorherrschenden gesetzlichen Vorgaben. Die Stadt Lindau bereitet sich bereits auf diese Zeit vor.
Aktuell entwickelt sie deshalb ein Mobilitätskonzept, in dem solche Technologien bereits berücksichtigt sind. Wie oft haben Sie 21 Euro in 1- und 2-Euro-Münzen im Geldbeutel? Das kommt wahrscheinlich eher selten vor. Wenn Sie aber in Oberstdorf einen Tag lang parken wollen, dann ist das ein Problem. Jedenfalls noch. Denn die Gemeinde rüstet um. Für insgesamt 146.000 Euro sollen neue Parkautomaten angeschafft werden. Ab September sollen sie betriebsbereit sein. Dann können die Parkgebühren mit Münzen, EC-Karte oder auch mit dem Mobiltelefon bezahlt werden. Einfacher wird das Bezahlen, billiger allerdings leider nicht. Mehr Meldungen aus der Region gibt's gleich in Kompakt. Unkompliziert, schnell, zuverlässig. Von der Broschüre bis zum Großformatdruck lassen Sie sich von unserer Produktvielfalt inspirieren. Wir rücken Ihre Werbung ins richtige Licht. Druckerei Wagner in Mindelheim. Scholle geht immer. Eiskalt fresh aus der Flasche genießen. Alarp, die Weinscholle to go. Jetzt abchecken auf allerhopp.de. 90 Jahre Möbel Inhofer und Sie bekommen die Geschenke. Jetzt mitmachen und mit ein bisschen Glück gibt's Ihre Wunschmöbel von RSA und Möbel Inhofer geschenkt. Teilnahmebedingungen und alle Infos auf rsa-radio.de. Auto Heinz und Max. Kompetenz für die Technik von morgen. Wir sind Ihr Partner für Wartung, Service oder Reparatur Ihres Volvo. Und das seit mehr als 43 Jahren. Besuchen Sie auch unsere Fahrzeugausstellung. Auto Heinz und Marx. Ihr Volvo-Servicepartner in Kempten. Waffen Bär. Das Haus für Jagd, Sportwaffen, Jagd und Trachtenmode. Der Spezialist für Ferngläser und Outdoorartikel. Große Auswahl und persönliche Beratung sind unsere Stärke. Waffen Bär. Warum wir Ihnen Louis GF Optik empfehlen? Na, Ihren Augen zuliebe. Louis GF Optik ist auch dieses Jahr wieder unter den Top 100 Augenoptikern. Fachlich top, Auswahl top, Preise top. Louis GF Optik in Oberstaufen an der Mariensäule und unter louis-gf.de. Und nun die Kurznachrichten vom Mittwoch. Auch heute bleibt die Lage in der afghanischen Hauptstadt Kabul dramatisch. Hunderte Menschen harren noch immer rund um den Flughafen aus, in der Hoffnung, das Land verlassen und vor der radikal-islamischen Taliban fliehen zu können. Gestern sind wahrscheinlich mehrere Menschen zu Tode gekommen, als sie sich verzweifelt an eines der US-amerikanischen Flugzeuge klammerten, während dieses schon im Abflug war. Auch hier bei uns sorgen die Geschehnisse in Afghanistan für Entsetzen. Gestern Abend hat die Seebrücke in Kempten zu Demonstrationen aufgerufen. Demonstration in Kempten. Etwa 40 Personen haben gestern Abend vor dem Allgäu-Forum in Kempten demonstriert. Unter dem Motto Luftbrücke jetzt, wir fordern Sicherheit für Zivilistinnen und Ortskräfte, fordert die Seebrücke Kempten sofortiges Handeln der Bundesregierung. Insbesondere aber die Ortskräfte des deutschen Einsatzes in Afghanistan sowie Frauen, FrauenrechtlerInnen, Mitglieder der LGBTQIA+-Community, DemokratInnen, KünstlerInnen und viele weitere. Die Seebrücke fordert unter anderem die Evakuierung aller Ortskräfte und Partner sowie sichere Fluchtwege. Grundsätzlich sei jeder von der Taliban lebensbedrohlich gefährdet. Die deutsche Bundesregierung darf nicht weiter zögern, sondern muss sofort handeln. Gerade werden die Menschen in Afghanistan im Stich gelassen. Für Samstag hat die Luftbrücke weitere Demonstrationen angekündigt. Die Ostallgäuerin Michelle Derbach wollte schon mit 16 Jahren Vorsitzende der SPD im Ostallgäu werden. Das hat nicht geklappt. Doch die inzwischen 17-Jährige lässt nicht locker und engagiert sich weiter in der Politik. Ihr neuestes Projekt, sie will einen Bürgerrat für Füssen ins Leben rufen, um mehr direkte Demokratie zu wagen. Ostallgäuerin will Bürgerrat. Die Ostallgäuerin Michelle Derbach will einen Bürgerrat für die Stadt Füssen ins Leben rufen. Damit will die Hauptorganisatorin der Füssener Fridays for Future Bewegung erreichen, dass die Menschen ihrer Stadt mehr bewegen können,
auch ohne in einer Partei zu sein. Der Bürgerrat soll Ideen, Wünsche und Bedürfnisse der Füssener und Füssenerinnen aufgreifen und Lösungsansätze erarbeiten. Die sollen dann an den Stadtrat herangetragen werden. Um den Bürgerrat genehmigt zu bekommen, will Michelle Derbach jetzt eine Abstimmung unter den Füssenern beantragen. Die Inzidenzzahlen steigen weiter an. Sie liegen im Allgäu zwischen einem Wert von 17,2 im Unterallgäu und 41,8 im Ostallgäu. Vor allem im Ostallgäu blickt man dabei weiterhin mit Sorge in den Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau. Hier wurde heute die kritische Schwelle von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen überschritten. Es drohen verschärfte Corona-Maßnahmen. Und auch beim Impfen gibt es keine guten Neuigkeiten. Die Impfbereitschaft hat vielerorts abgenommen. Impfbereitschaft weiter niedrig. In vielen Orten im Allgäu ist die Impfbereitschaft deutlich gesunken. Mögliche Gründe für die Impfmüdigkeit sieht man beispielsweise im Ostallgäu in der irrtümlichen Auffassung, dass die Pandemie ohnehin fast vorbei sei. Auch könnten Impftermine einem geplanten Urlaub im Wege stehen, so das Landratsamt Ostallgäu weiter. Mit einem Wert von fast 42 hat sich die Inzidenz im Ostallgäu in den letzten 7 Tagen mehr als verdoppelt. Das waren die Kurznachrichten. Jetzt schauen wir uns noch das Wetter der nächsten Tage an. Und auch wenn es gerade eher herbstlich anmutet, spätestens am Wochenende zeigt sich der August wieder von seiner schönsten Seite. Kaiserwetter, präsentiert von Insektenschutz Kaiser. Ihr Spezialist für Insektenschutzgitter nach Maß. Für Türen, Fenster, Lichtschächte und Sonnenschutzplissés. Heute Nacht bleibt es weitestgehend trocken. Es ist vielerorts bewölkt, immer wieder auch klar, bei Temperaturen zwischen 11 und 13 Grad. Morgen Vormittag wird es freundlich. Im ganzen Allgäu kommt es zu einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 19 und 21 Grad. Morgen Nachmittag dann steigt das Regenrisiko. Vor allem in den nördlichen Teilen des Sendegebiets kann es zu Regenfällen kommen. Südlich bleibt es meist trocken. Die Temperaturen liegen bei 20 bis 22 Grad. Auf den Allgäuer Bergen bleibt es recht freundlich, jedoch kühl. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken kommt es zu Temperaturen zwischen 13 Grad auf dem Nebelhorn und 19 Grad auf dem Gründen. Gegen Ende der Woche wird es noch freundlicher und auch zunehmend wärmer. Am Freitag ist es noch teils bewölkt mit bis zu 20 Grad. Am Samstag wird dann der schönste Tag der Woche mit bis zu 23 Grad und sehr viel Sonnenschein. Am Sonntag wird es etwas bewölkter, dafür aber bis zu 26 Grad warm. Not macht erfinderisch. Das beweisen zwei Frauen aus dem Ostallgäu. Eine der Frauen ist Susanne Biegelmeier. Vor knapp 17 Jahren hatte ihre Tochter einen Motorradunfall mit schwerem Schädel-Hirntrauma. Seither sitzt sie im Rollstuhl. Passende Kleidung zu finden war lange eine echte Herausforderung. Nun haben sich die beiden Frauen etwas überlegt, und zwar barrierefreie Mode. Was man sich darunter vorstellen muss, Sheila Richinger mit den Details. Renate Stallmann und Susanne Biegelmeier haben ein barrierefreies Cape entwickelt. Mehrere schwere Schicksalsschläge in ihrem Privatleben waren Auslöser für die Idee. Ich habe meine Mutter auch 7 Jahre zu Hause versorgt im Rollstuhl und weiß, so wie die Frau Biegelmeier, einfach um diese Erschwernis, Menschen anzuziehen, die ihren Körper nicht mehr so perfekt bewegen können, wie wir das gewohnt sind. Und wenn man weiß, wie schwierig das ist, einen Arm, der ein bisschen versteift ist, in einen schmalen Ärmel zu bekommen, weil man ja auch den Anspruch hat, modisch zu sein, schick zu sein, wie alle anderen Leute auch, dann wird es eine wirklich sehr anstrengende Geschichte. Und daraufhin haben wir uns überlegt, was könnten wir machen, damit es unkompliziert ist, trotzdem modisch wird. Insgesamt war es ein 1,5 Jahre langer Prozess, bis das Cape fertig entwickelt war. In der Zeit haben die beiden Designerinnen verschiedenste Dinge ausprobiert. Der Schnitt wurde immer wieder verändert und angepasst.
der Rücken muss kurz sein, weil wenn man drauf sitzt im Rollstuhl, dann ist die Bewegungsfreiheit noch mal viel mehr eingeschränkt, weil es einen immer so nach hinten zieht. Und das wollen wir ja nicht. Dann ist das nächste Problem, dass Menschen im Rollstuhl, da sie sich ja nicht mehr so sehr bewegen, auch gerne frieren. Also tendiert man dazu, was auf dem Schoß haben zu wollen, seine Beine vielleicht zu bedecken. Und wir fanden das beide ganz entsetzlich, diese Decken. Keiner von uns geht mit seiner Bettdecke raus und geht spazieren. Und da haben wir gesagt, also es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass man schick und trotzdem auch warm oder geschützt ist. Auch Susanne Biegelmeiers Tochter Julia trägt das Cape gerne. Sie hatte 2004 einen schweren Motorradunfall. Dabei erlitt sie ein schweres Schädelhirntrauma. Seither sitzt die mittlerweile 43-Jährige im Rollstuhl. Julia steht den beiden Erfinderinnen stets als Model zur Verfügung. Es ist wirklich schrecklich. Die Julia war 7 Monate im Koma gelegen und hatte auch gar keine Möglichkeit, sich überhaupt zu bewegen. Da jemanden anzuziehen, es gab definitiv gar nichts. Also ich habe mich erkundigt, geschaut, es gab nichts, was man anziehen konnte in der Zeit. Und da habe ich eine alte Segeljacke von meinem Mann angezogen, verkehrt rum. Und sie hatte noch eine Trachealkanüle. Das heißt, wir haben jetzt auch bei unseren Cape drauf geachtet, dass hier oben in diesem Bereich ein Platz ist, dass man auch mit Trachealkanüle unsere Cape anziehen kann. Die Capes werden von den Erfinderinnen selbst genäht. Sie sind aus verschiedensten Stoffen, beispielsweise aus Wolle, Kord oder italienischen Designerstoffen. Die beiden Frauen wollen mit ihrer Erfindung auch anderen helfen. Inzwischen verkaufen sie die Capes weiter, um auch Menschen mit Beeinträchtigung die Möglichkeit zu geben, praktisch und trotzdem schick gekleidet zu sein. Honigbienen und Insekten sind bei der Bundeswehr in Kaufbeuren willkommen. Seit kurzem gibt es dort sogar Hotels für die Insekten. Damit wollen die Soldaten etwas gegen das Artensterben tun und die Vielfalt von Fauna und Flora auf dem Fliegerhorst-Areal fördern. Schöne Aktion finden wir. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Danach geht es bei uns um ein Unglück, das 1971 das Allgäu erschüttert hat. Bis gleich. Wir bauen auf Holz. Mit Erfahrung und Leidenschaft. Modern und hochwertig. Böden, Einrichtungs- und Gestaltungsbeispiele auf 1500 Quadratmetern. Holz und Bau Esper Müller in Kaufbeuren. Ihr starker Partner für Innenausbau mit dem Naturprodukt Holz. Teppiche bringen Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Sie suchen den passenden Teppich? Bei uns finden Sie Teppiche nach Ihren Wünschen. Kiepler Teppiche. Natürlich, regional und handgefertigt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Mein Bär elektrisiert. Unser Strom ist grün und wird zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen. Fragen? Unser Team weiß Bescheid. Kessler. Bärenstarke Energie. Leiten Sie gezielt Interessenten auf Ihre Website und steigern Sie das Kundeninteresse, die Aufrufe und Ihre Online-Verkäufe mit Google Ads. Wir zeigen Ihnen wie. Mein Bär, vor Ort für Sie da. Kessler, bärenstarke Energie. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Herzlich willkommen bei Delta Möbel, Ihrem Spezialisten für Inneneinrichtung. Wir bieten eine reichhaltige Auswahl individueller Möbel. Für jeden Anspruch das Richtige, dank der persönlichen Beratung durch unser Fachpersonal. Besuchen Sie uns in unseren Häusern in Bubesheim und Leutkirch im Allgäu. Es war am Abend im Februar 1971. Der TEE, der Trans-Europa-Express, fährt zu schnell in eine Kurve beim Bahnhof Aitrang und entgleist. Nur eine Minute später kracht ein Schienenbus in den Unglückszug. Insgesamt sterben bei diesem Unfall 28 Menschen, darunter auch die beiden Lokführer. Viele weitere wurden verletzt. Es war ein Einsatz, über den Helfer und Betroffene bis heute sprechen. Im Feuerwehrmuseum in Kaufbeuren ist aktuell eine Sonderausstellung zu diesem Einsatz zu sehen.
Wir haben sie uns angeschaut und mit einem Zeitzeugen gesprochen. Im Feuerwehrmuseum in Kaufbeuren kann man sich über die Geschichte und die Technik der Brandbekämpfung informieren. Hier gibt es beispielsweise Löschfahrzeuge und Hilfsmittel aus unterschiedlichen Epochen zu entdecken. Im ersten Stock aber gibt es aktuell eine Sonderausstellung zum Zugunglück vor 50 Jahren in Aitrang im Ostallgäu. Anton Haider war damals 33 Jahre alt, als er mit anderen Feuerwehrkameraden zum Einsatz gerufen wurde. Es hat geheißen, also schwerer Verkehrsunfall, Zugunglück Richtung Altdorf, Anfahrt über Frissenried. Wir haben zuerst gar nichts gesehen, weil es war ja stockdunkel. Es war keine Beleuchtung, nichts da, ein Mordstohuwabu und leichter Nebel. In einem Diorama wird detailgetreu gezeigt, wie sich die Situation für die Helfer damals dargestellt hat. Wir haben also als erstes die auf der Seite liegenden Fahrzeuge gesehen, also der Triebwagen von dem TEE Bavaria Express, ne? Und dann aber vereinzelte Teile, wo überall am Rand liegen, ausgerissene Achsen, Koffer, Gepäckstücke. Die anderen Teile konnten wir zuerst überhaupt nicht orten, bis wir dann festgestellt haben, das waren ja einzelne Körperteile, wo da eben verteilt miteinander liegen, weil dieser Zug damals war nicht sicherheitsverglast. Innerhalb kürzester Zeit waren Helfer mehrerer Feuerwehren, des THWs, Roten Kreuzes und der Bundeswehr vor Ort. Die Aufgabe Anton Haiders damals war es vor allem, für Licht am Unglücksort zu sorgen. Also in 60 Minuten war alles erledigt. Die waren die Verletzten in den Krankenhäusern untergebrachter Umgebung, ob jetzt das Kempten war, ob es Kaufbeuren war, ob es Magdeburg war. Das ist unwahrscheinlich schnell, weil wenn man rechnet, als erstes kommt man hin, man muss zuerst die Lage peilen, was ist überhaupt zu tun, und dann muss man sich erst mit der Lage dingen und dann muss eben diese einzelnen Dinge veranlasst werden, die Bergung, wer ist zu bergen, wer ist verletzt und so weiter. Und das ist also unwahrscheinlich schnelles Ding. Für Anton Haide und die anderen Helfer war dieser Einsatz einer, den wohl keiner je von ihnen vergessen wird. Meine Frau hat das im Grunde genommen gewusst, wie das zugeht, nachdem ich bei sehr vielen Verkehrsunfällen schon vorher dabei war. Ne? Aber dann kommt man natürlich heim und dann ist man dementsprechend aufgeladen. Ne? Zumal der Einsatz ja bis in der Früh gedauert hat, bis wir abgezogen worden sind und ausgetauscht. Sie hat es im Nachhinein begriffen, ja, was da passiert ist. Was einen danach erwartet, man ist saumüde, legt sich ins Bett und kommt nicht zur Ruhe, weil einem dann nämlich diese Bilder mehr oder weniger immer noch durch den Kopf gehen, wie das war. Und es gibt immer besondere Bilder, die wo sich besonders einprägen. Am anderen Morgen dann kam spezielles Bergegerät zum Einsatz. Mit dessen Hilfe wurde die Bergung der beiden Unglückszüge abgeschlossen. Da waren wir als Feuerwehr Kaufbeuren nicht mehr dabei, aber wir wissen, wie es weitergegangen ist. In der Früh um 7 Uhr ist also ein Dampfkran aus Würzburg eingetroffen, diese zwei schweren Dampfkräne. Es gab dortmals noch keinen Motorkran in dieser Stärke. Die haben dann die schweren Teile abgehoben. Zum Teil sind dann da unten noch Teile wieder der Personen herausgekommen, die wonach geborgen werden mussten. Und dann wurden eben diese Dinge auf die Schienen gestellt, wurden ausgebrannt, diese Fahrzeuge, und wurden dann nach Kempten geschleppt. In der Sonderausstellung gibt es neben dem Diorama einige Originalteile vom verunglückten Zug zu sehen. Sie sind Zeugen eines der schwersten Unglücksfälle der vergangenen Jahrzehnte im Allgäu. Wer die Sonderausstellung mal besuchen möchte, sie ist noch bis nächsten Sommer im Feuerwehrmuseum zu sehen. Und jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Sendung morgen. Letzte Woche hätte es in Ottobeuren bereits losgehen sollen, doch Umräumarbeiten hatten die Inbetriebnahme der neuen OP-Räume verzögert. Jetzt sei alles fertig, so das Klinikum. Morgen kann es dann also losgehen, und morgen sehen Sie auch den Bericht dazu bei uns in den Nachrichten. Für heute war's das. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und machen Sie's gut. Salita, natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de